Hallo, ich wollte euch heute meine Monatsfavoriten für den Januar drehen. Und zwar schmeiße ich schon mal hier einiges weg. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe ein paar Sachen hier hingelegt. Das sind halt überwiegend kosmetische Sachen. Und ja, dann fangen wir mal an. Gesicht. Na klar, wo schmiert man sich kosmetische Sachen hin? Das war jetzt eine sehr, sehr schlaue Aussage. Ja, ich habe euch ja in meinem Haul-Video von Hamburg gezeigt, dass ich ja die BB-Cream von Dior mir geholt habe. Aber ich habe ja vorher schon die Probe benutzt, einige Male. Und das war noch im Januar. Also ist das ein Januar-Favorit. Ja, also wie gesagt, die Dior BB-Cream finde ich sehr, sehr gut. Ich liebe sie und deswegen ist es schon ein Favorit. Und ich denke mal, wenn ich ein Februar-Favoritenvideo mache, wird die mit Sicherheit auch wieder dabei sein. Dann kommen wir zum Highlighter. Habe ich im Moment sehr, sehr gerne benutzt. Den Mary Luminizer. Den kennt man ja eigentlich auch. Halt hier, das ist der Mary Luminizer. Den habe ich sehr gerne auf dem Wangenknochen benutzt. Und auch als Lidschatten. Wie, ja, ihr kennt mich ja. Ich benutze sehr gerne Highlighter als Lidschatten. Ja. Dann kommen wir zu Lidschatten. Da habe ich jetzt drei. Oh, ich muss hier gucken, dass ich nicht alles runterschmeiße. So, hier haben wir drei. Und zwar wäre das einmal von NYX Root Beer. Ich liebe diesen Lidschatten. Der ist so genial. Einfach aufs komplette bewegliche Lid, ein bisschen ausblenden. Eyelinerstrich und Mascara und es sieht genial aus. Passt überall zu. Ich liebe, liebe, liebe Root Beer. Dann mein zweiter Favorit, habe ich auch öfter getragen, ist der MAC Stolen Moment. Leider limitiert. Kriegt man nicht mehr. Ja, aber das ist auch, also die beiden sind so meine absoluten Favoriten. Und dann habe ich mir vor einer Weile weil ich bin ja so gerade dabei, die Marke Shiseido für mich auch zu entdecken, weil die haben richtig, richtig tolle kosmetische Sachen. Und da habe ich mir so ein Shimmering Cream Eye Color gekauft. Und zwar ist der schwarz mit so goldenen Schimmerpartikeln, aber die sieht man kaum auf dem Auge. Und die nehme ich gerne als Base, um dann halt entweder Root Beer oder Stolen Moment drüber zu machen, dass es noch dunkler ist und anders rauskommt. Oder allgemein eine dunkle Base unter Lidschatten, dann wirken die nochmal anders und richtig, richtig cool. Also die Shimmering Cream Eye Color von Shiseido, die kann ich auch wirklich empfehlen. Ich werde mir davon noch eine andere Farbe holen. Das ist jetzt hier die BK912. Die haben halt immer so Nummern und keine Namen. Das wäre das. Dann kommen wir jetzt zu Mascara. Ich habe drei, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, wie in vielen Videos schon, meine Anna Jaquet Volumen Mascara, das ist ja klar. Dann habe ich schon eine ganze Weile diese False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara von Kiko. Die finde ich sehr, sehr gut, weil die trennt nochmal wieder schön die Wimpern. Hat halt so ein kugeliges Bürstchen. Damit kann man die Wimpern wieder ordentlich trennen. Und seit kurzem, ich habe ein großes Paket von Essence Catrice bekommen. Also da sind so geile Sachen bei. Entweder mache ich darüber noch ein Video, was ich da bekommen habe, halt so halt die Neuheiten. Und ganz, ganz besonders gefreut habe ich mich über die neue I Love Extreme Mascara. Also mein Liebling ist da halt die normale I Love Extreme, diese blaue mit pinker Schrift. Und jetzt gibt es sie halt im Pink mit blauer. Schwarz mit pinker Schrift und Pink mit Schwarz. Schwarz. Schwarz mit pinker Schrift und jetzt Pink mit schwarzer Schrift. Was ein Durcheinander. Und an der ist jetzt halt anders, dass die. Ja, Ultra Black und so und dass die halt jetzt so ein Gummibürstchen hat. Die andere hat ja so ein dickes Torpedo-Bürstchen. Und die nehme ich in den letzten Tagen nur noch und bin wirklich, wirklich sehr, sehr begeistert. Ja.
Essens, also die I Love Extreme Mascaras, die hab da voll drauf. Ja, dann noch mehr Augenprodukte habe ich, wie auch immer, mein Anayake Stinke Eyeliner, den nehme ich ja immer oben am Wimpernkranz, um Eyeliner zu ziehen. Ich finde den einfach bombastisch. Er stinkt, wie ich das auch immer sage, er stinkt. Aber er malt super geile Eyeliner-Striche. Dann rausgekramt, den habe ich auch schon ewig. Ich weiß gar nicht, wie lange und warum ich den vernachlässigt habe. Ist einfach ein Lancôme Kajal in Black. Und den benutze ich im Moment sehr, sehr gerne, um unten am Wimpernkranz halt einen Lidstrich zu ziehen. Und der hält super, verschmiert kaum und ich bin sehr, sehr begeistert. Ich weiß gar nicht, warum ich den vernachlässigt habe. I don't know. Dann, wie auch immer, und wird auch bis zum Lebensende mein heiliger Gral sein, ist der Estee Lauder Artist Eyebrow Pencil. 20.000 Mal schon nachgekauft und es ist für mich einfach das beste Augenbrauen-Nachmal-Gedöns-Produkt überhaupt. Ja. Als Concealer, da habe ich auch schon oft erwähnt, eigentlich wiederholen sich so viele Sachen, aber na. Mein Shiseido Natural Finish Cream Concealer. Auch für mich wirklich der beste Concealer, den ich je irgendwie getestet habe. Jo. Dann haben wir jetzt Lippenprodukte. Auch von Shiseido habe ich mir gekauft. Die Lacquer Rouge sind diese hier. Die halten ja auch bombastisch und da habe ich jetzt halt hier einen roten. Ich pinsel euch den mal hier. Richtig, richtig cool. Hallo. Grunz, grunz. Die sind so richtig lackmäßig und halten auch richtig gut. Bin ich sehr begeistert. Dann habe ich noch zwei andere Lippenstifte, die ich sehr, sehr gerne benutzt habe. Waren aber leider limitiert. Und zwar ist einmal der Toxic Tail von MAC. Der war damals in einer Venomous Villains LE. So ein richtig schönes Rot, Alltagsrot. Nicht zu dunkel. Und dann den zweiten ist der Dramatic Encounter. Das ist so ein richtig geiles, dunkles Pflaume. Die grunzende. Okay. Was machst du da? Ja, so ein richtig geiler Pflaumeton und ich liebe diesen Lippenstift. Den trage ich im Moment sehr, sehr, sehr häufig. Und dann zum letzten Produkt hier noch ist mein Clarins Instant Light Natural Lip Perfector Eclat Menu bla 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 bla. Der ist schon so dünn und der ist kaum noch was drin und ich muss mir neuen kaufen. Und ich liebe, liebe, liebe den. King. King. Keine Ahnung, was hier da hat. Und abends benutze ich immer vorm Schlafen gehen als Lippenpflege den Nuxe Riviere de Miel. Wurde auch schon öfter auf YouTube mal vorgestellt. Ist halt so eine Lippenpflege. In so einem Pöttchen schmiert man sich auf die Lippen. Und die nehme ich gerne abends vorm Schlafen gehen. Die ist halt sehr, sehr reichhaltig. King. Die. Und dann habe ich noch mein Caudalie Gesichtswasser, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Das benutze ich halt zum Fixieren vom Make-up oder halt zwischendurch mal. Ich liebe den Geruch und es macht halt so einen frischen Kick und ja, sehr, sehr toll. Und was auch sehr gut ist, wenn man unterwegs ist, wenn man ja, Stress hat oder Verspannungskopfschmerzen oder irgendwie sowas, habe ich mir von Origins das Peace of Mind geholt. Das ist so ein Serum, das macht man sich auf den Finger und dann schmiert man sich damit die Schläfen ein oder die Stirn oder halt im Nacken. Und das entspannt und beruhigt, weil das so ätherische Öle hat. Und das ist sehr, sehr gut für die Handtasche, wenn man unterwegs ist viel oder so und man so eine kleine Entspannungspause braucht. Dafür ist das sehr, sehr gut. Das habe ich auch in letzter Zeit
öfter benutzt, weil der Wetterumschwung und dann hat man schon mal einen dicken Schädel. Oder man soll. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Parfüm, was ich in letzter Zeit ganz, ganz oft benutzt habe. Ist das Juliet Has a Gun, Not a Perfume. Das riecht einfach so wie frisch gewaschene Wäsche, sauber, clean und ich bin so verliebt da drin. Ich bin auch so froh, dass ich mir jetzt geholt habe. Ich liebe es, wirklich. Genial. Dann haben wir noch zwei Sachen von Lush. Und zwar ist das hier die Sultana-Seife. Die Seife ist so vom Pflegedings oder so, wird nichts Besonderes, finde ich. Also. Aber ich liebe diesen Geruch. Oh, ich liebe ihn. Wenn ich mir die Hände damit wasche, dann könnte ich da reinbeißen. Ich könnte auch hier so reinbeißen. Das riecht so göttlich. Lecker! Ihr müsst mal bei Lush wirklich an der Sultana-Seife reden. Ich liebe, liebe, liebe sie. Dann kommen wir noch zu einem anderen Lush-Produkt. Und zwar ist das die Body Milk Butter Whatever. Die Sympathy for the Skin. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Sieht man, glaube ich, auch anhand des Pöttchens. Und die ist halt mit Banane und Vanille und Mandelöl. Auch für sehr trockene Haut geeignet und ja, habe ich ja. Und der Geruch ist halt so Bananenbrei-mußig. Nicht unbedingt mein Fall, aber ich glaube, wenn man Kinder hat, die würden das sehr gerne mögen, wenn man die damit einschmiert und so. Und ja, okay. Keine Ahnung, der holt einen Auftrag hat. Ja, also die bin ich auch sehr, sehr begeistert von und werde ich mir auch definitiv wieder nachholen. Weil viel ist ja nicht mehr drin. Dann kommen wir zu den zwei letzten Produkten. Ich habe ja in meinem Estee Lauder Set Dingsbums Gedöns Video gesagt, habe ich ja von diesem Advanced Night Repair Serum erzählt und ich finde das wirklich richtig, richtig gut und ich muss mir das, glaube ich, auch in Full Size kaufen, weil viel ist nicht mehr drin. Ein Drittel ist noch drin und dann ist es alle. Aber ich komme sehr, sehr lange damit hin. Ja. Als letztes Produkt habe ich meine Augencreme von Avène. Ich habe einige Augencremes, aber ich greife immer wieder auf die zurück. Das ist die beruhigende Augencreme. Die ist halt bis jetzt immer so am besten, am verträglichsten. Und ja, die benutze ich sehr, sehr häufig. Ist auch, glaube ich, fast leer. Ja, das wären dann jetzt so meine Monatsfavoriten von Januar. Ich hätte noch so viele Sachen an Pflege und Reinigung, aber das ist ja immer das Gleiche. Also da wechselt ja irgendwie nichts. Es sind ja ein paar Sachen dabei, die vorher ja irgendwie nicht erwähnt wurden. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert, tschüss.